In Spanien ist die strenge Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie nach knapp 7 Wochen erstmals für Freizeitaktivitäten gelockert worden. Die Bürger dürfen nun wieder aus dem Haus, um spazieren zu gehen oder im Freien etwas Sport zu treiben. Diese Lockerung ist Teil des sogenannten Vier-Phasen-Plans. Phase 0 umfasst die Forderungen, die bereits in Kraft getreten sind, zum Beispiel, dass Kinder eine Stunde pro Tag nach draußen dürfen, sowie Spaziergänge oder Sport im Freien. Ab Montag werden öffentliche Einrichtungen zu bestimmten Zeiten wieder öffnen können. Ab dem 4. Mai werden die Bürger dann auch verpflichtet sein, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen. Jugendliche dürfen insgesamt nur 5 Stunden pro Tag aus dem Haus. Menschen über 70 dürfen morgens 2 und abends 1 Stunde nach draußen gehen. Kinder unter 14 können zwischen 12 und 19 Uhr mit einem Elternteil vor die Tür. Diese Einteilung, wer wann wie lange raus darf, finde ich gut. Am letzten Sonntag gab es das noch nicht und da waren zu einer bestimmten Zeit sehr viele Menschen auf einmal draußen. Im Moment sind hier also keine Kinder, aber in einer Stunde schon, was gut für sie und für alle ist. Mit diesem Plan möchte Spanien bis Ende Juni eine neue Normalität erreichen. Jede Stufe des Exit-Plans soll 2 Wochen dauern. Reisen zwischen den Regionen werden frühestens Ende Juni wieder erlaubt sein.